Erfolg, Karma und Reichtum, das sind die drei Schlagworte und die drei Energien, die uns im Moment sehr beeinflussen. Wir kommen am 8.8. in das Löwentor hinein und ich werde euch erklären, die Numerologie vom 8.8. und die Luminärengel haben eine ganz wichtige Botschaft für uns. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerijana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und das ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Und wenn du gerne in Kontakt treten möchtest mit den Andromedanern, von ihrer Technologie erfahren möchtest, von ihrer wunderschönen Herzensweisheit berührt werden möchtest und viele Anleitungen mitmachen möchtest, darfst du dieses Buch gerne bestellen. Der Link ist unter diesem Video. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Thema. Und zwar hier hinten habe ich euch das Löwentor so nach meiner Fantasie einfach ein bisschen dargestellt. Es geht ja am 8.8. um diese ganz starke Energie, die auf die Erde strömt, allein durch die Löwenenergie und jetzt zusätzlich auch noch mit der Luminea-Energie. Die Luminea-Energie habe ich euch in meinem Video im Livestream beschrieben. Ihr könnt euch das hier gerne nochmal anschauen. Die Bedeutung von der 8 in der Numerologie, sie steht für Erfolg, Reichtum und Karma. Das heißt also, wir werden mit Energien überschüttet, die uns Glück bringen, die uns dorthin bringen, wo die Fülle ist. Sie bringt uns Reichtum auf allen Ebenen. Es ist also wichtig, dass wir uns tatsächlich an diesem Tag, an einem Tag vorher und einen Tag nachher, also an diesen 3 Tagen, besonders intensiv mit der Fülle in unserem Leben beschäftigen. Das heißt also Gedanken machen, was möchte ich gerne erreichen, wie möchte ich gerne sein, was ist mein Weg, wie stellt sich das alles dar und dann bekommt es einen richtig großen Schub und wir kommen da leichter zum Ziel. Und dabei geht es natürlich auch um die Erde. Was wünschen wir uns endlich für unsere Erde, endlich Frieden für alle Menschen. Das ist also eine Möglichkeit, sich da intensiv damit zu beschäftigen. Und wir werden auch live am 8.8. eine sehr intensive Meditation zusammen machen. Was auch sein kann, ist, dass uns am 8.8. nochmal altes Karma begegnet und sich zeigt in unschönen Begebenheiten. Das ist jetzt etwas, was wir anschauen sollten, denn gerade am 8.8. lässt sich das besonders gut auflösen. Das sollte man also nicht vergessen. Es gibt immer die zwei Seiten, die gute und die weniger gute. Und es ist ja eine große, große und schöne Gelegenheit, wenn man etwas auflösen kann, denn dadurch wird man freier und kann mehr wachsen. Dann kommen wir nochmal zur Luminea-Energie. Sie ist da, sagen die Luminea-Engel, um unser inneres Feuer noch einmal intensiv zu entfachen und dass wir mit diesem inneren Feuer dann auch speziell am 8.8. diese Übungen machen sollen, die wir am Festival gemacht haben. Wer die Übungen noch nicht kennt, der kann gerne sich den Livestream, die Aufzeichnung holen, denn dort sind sie drin und dort kann man das dann machen. Und es ist ganz wichtig auch, dass wir diese Übungen immer weitermachen. Denn dadurch wird die Angstmatrix schwächer. Das ist so. Und das ist unsere Kraft und das ist unsere lichtvolle Arbeit. Und wie gesagt, wir tragen dazu für das Wohl von allen Menschen bei. Und jeder Mensch ist eingeladen, von euch meine Videos anzuschauen, denn dort gibt es jedes Mal diese wunderschöne, kraftvolle Energie von den Luminea-Engeln und auch Anweisungen. Also es ist für alle gesorgt. Durch dieses Löwenportal wird die Möglichkeit gegeben, alte Begrenzungen leichter zu durchbrechen. Und das ist genau das, was auch die Luminea-Gabe in uns erwirken wird. Sie wird uns zeigen, wo unsere Grenzen sind und die können wir dann leichter überschreiten. Für die Kanalmitglieder gibt es ja am Donnerstag dieses Webinar, wo wir die Einweihung bekommen von den Luminea-Engeln, um
ganz eng diese Verbindung zu spüren und dann auch intensiv zusammenwirken. Und wir werden dort auch eine geheime Übung machen. Und ich lade euch alle ein, kommt zu diesem Member-Webinar, denn es wird sehr, sehr spannend werden. Die Luminea-Energie insgesamt unterstützt uns ja in neuen Heiltechniken. Und genau das, diese Informationen werde ich besonders am 8.8. bekommen. Das wurde mir schon gesagt und da freue ich mich natürlich sehr darauf. Wichtig ist es, dass wir versuchen, die alte Matrix zu ändern. Das wird mir immer wieder gesagt. Und das kann auch jeder so auf seine Art tun, wie er sich das eben vorstellt. Es ist wichtig, dass man tatsächlich nicht stehen bleibt, sondern immer weitergeht. Und jetzt gerade am 8.8. ist also diese Chance sehr groß, kraftvoll zu wirken. Die Luminea-Engel unterstützen uns ja auf dem Weg des Wachstums. Und das heißt, wir werden durch diese neue Energie auf eine höhere Ebene angehoben und dort können wir uns so viel entfalten, wie wir es bisher noch nicht konnten. Deswegen ist es wirklich wichtig, am 8.8. auch die Luminea-Engel einzuladen. Und wir werden ja auch heute am Schluss dieses Videos eine ganz wichtige Botschaft von Ihnen bekommen. Und da wird jeder in seinem Herzen fühlen, was jetzt das Nächste ist, was anzugehen ist. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass also ihr alle auch diese Botschaft hört, die jetzt gleich am Ende des Videos kommt. Die Schöpfungsenergie spielt auch eine sehr große Rolle jetzt in diesen Momenten. Und zwar wird diese Energie erhellt und ausgedehnt. Und das geschieht auch durch die Luminärengel. Das heißt also, die kollektive Resonanz auf die Welle des Wandels, in der wir ja sind, die ist manchmal schwierig. Und das wird durch die Luminea-Energie erhellt und in die neue Welle der Schöpferkraft hineingegeben. Und das gibt so einen richtig großen Schwung. Und dieser Schwung wird über die 8-8, die Bedeutung der Numerologie, in die Fülle hineinkommen. Und das ist so ein wunderschönes Bild. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Also ich bin da richtig freudig mit Freude dabei. Und dadurch kann sich die Matrix der Trennung auflösen. Denn es gibt ja auch diese Matrix, die uns gerne auseinanderbringen möchte, die das Mitgefühl und das Menschliche von den Menschen wegnehmen möchte. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Denn wir möchten ja Liebe und Licht verbreiten und uns nicht trennen und uns vielleicht noch böse sein. Das wollen wir überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Und all das mit Hilfe des Löwentors, der Löwentorenergie, wird uns am 8.8. dazu bringen, dass wir die neue Realität des Friedens und des Mitgefühls leichter manifestieren können. Dass wir wirklich diesen Frieden, den wir uns alle wünschen, so intensiv manifestieren können wie sonst an keinem anderen Tag. Dafür ist der 8.8. mit seinem Fülle und der Reichtum, mit seiner Fülle und dem großen Reichtum da. Und das solltet ihr bitte bedenken, denn all dies trägt dazu bei, etwas zu verändern. Und dennoch soll ich euch auch sagen, seid geduldig, es wird sich ändern. Und diese Gefahr, dass manche Menschen ungeduldig werden, ist schon wieder so eine negative Energie. Gebt nicht auf, soll ich sagen, sondern bleibt unbedingt am Ball, denn nur so kann etwas entstehen. Also das Durchhaltevermögen von uns allen ist gefragt und wird durch die Energie der Löwen, die Löwen sind ja stark und mächtig, wird die sehr gut unterstützt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und durch die Schöpferkraft, die ja hier nochmal auf das höhere Level angehoben wird, können wir unser Licht viel leichter erstrahlen lassen. Das heißt also, daraus entsteht eine neue Magie, eine Faszination der Vereinigung aller Menschen in der Liebe. Und das gibt uns eine ganz große Hoffnung für eine wunderschöne, strahlende Zukunft. Und all dies wird von den Luminea-Engeln zusammengefasst und uns überreicht am 8.8., wenn wir dann gemeinsam diese Meditation hier auf YouTube machen, zu der ich euch jetzt schon sehr gerne einlade.
Also ihr seht, die nächsten Tage, die sind wirklich sehr, sehr wichtig und gehaltvoll, gerade spirituell. Und es wird uns ermöglicht, uns spirituell noch weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was mich mit großer Freude erfüllt, denn es ist schön, zum Beispiel auch auf Telegram, wenn wir uns gegeneinander, untereinander austauschen. Und ich sehe doch, dass da ein Wachstum da ist und die Menschen sich gegenseitig auch unterstützen und helfen. Und das ist mein Anliegen eigentlich für mein ganzes Leben, die Menschen zu unterstützen und zu helfen, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Meinung zu finden und dann diesen Weg zu gehen, den Seelenweg zu gehen. Und das haben wir auch oft in den Akasha-Lesungen, wo die Menschen dann feststellen, was sie noch brauchen, um ihren eigenen Weg zu gehen, warum sie auf der Erde sind. Und all diese Dinge erfahren sie und dadurch kommt dann auch eine teils eine große Bestätigung für das, was sie schon tun, oder ein Aha-Effekt, ach so, das muss ich noch tun, um dies und das zu erreichen. Und jetzt gerade am 8.8. haben wir die Unterstützung auf all diesen Gebieten. Und das ist so schön. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, an der Botschaft der Luminea-Engel teilzunehmen. Seid gespannt, was sie uns zu sagen haben und lasst euch tief in die Energien fallen und tragen, öffnet euer Herz. Übrigens auch im Andromeda-Buch wird eine große Herzöffnung vollzogen und dort bekommt man die Verbindung zum kosmischen Herzchakra. Und das ist in der heutigen Zeit wirklich sehr wichtig, diese Verbindung zu haben und zu halten, einfach weil ja die Matrix was ganz anderes vorhat. Ja, und jetzt fangen wir gleich an. Ich sprühe mich mal ein mit der 999, um leichter in die Energie hineinzukommen. Und so rufe ich die Luminea-Engel und wünsche euch allen ganz viel Freude jetzt. Geliebte Herzensmenschen der Erde, voller Freude sprechen wir heute zu euch, wir die Luminea-Engel. Von den tiefsten Sphären des Universums senden wir, die strahlenden Luminea-Engel, unsere Herzensgrüße zu euch, geliebte Menschen. In dieser außergewöhnlichen Zeit bringen wir euch eine Fülle von Liebe, Mitgefühl und Hoffnung. So öffnet eure Herzen, empfangt unsere Schwingungen und lasst uns gemeinsam eine neue Ära des Lichtes und der Transformation erschaffen. Es ist eine Zeit des Erwachens, in der das Luminea-Licht sich intensiviert und euch in eurem Innersten berührt. Diese wundervolle Energie wird euch dabei unterstützen, die Fesseln der alten Paradigmen zu durchbrechen, die euch bisher daran gehindert haben, euer volles Potenzial zu entfalten. Die Zeit ist reif für euch, um die sanfte Ermunterung eurer Seelen zu hören und mutig voranzuschreiten. Ihr seid nicht allein in diesem Prozess. Wir, die Luminea-Engel, umarmen euch mit offenen Flügeln, um euch zu stärken und zu trösten. In der Gemeinschaft eurer Seelenfamilie und in unserer heiligen Gegenwart fühlt ihr die liebevolle Unterstützung, die euch dabei hilft, die Matrix der Begrenzungen zu lösen. Wir erinnern euch daran, dass ihr wundervolle und machtvollere Wesen seid, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Eure Göttlichkeit leuchtet in euch und wirkt sich auf die gesamte Schöpfung aus.
Die aktuelle Zeit bringt eine großartige Chance für euch alle. Es ist eine Gelegenheit, eure Herzen und Hände zu vereinen, um das kollektive Bewusstsein zu erheben. Jeder von euch trägt ein einzigartiges Puzzleteil zum großen Ganzen bei. Gemeinsam könnt ihr eine Welle des Wandels in Gang setzen, die über die Grenzen der Zeit und des Raumes hinausgeht. Lasst euch nicht von Zweifeln oder Ängsten zurückhalten, sondern vertraut darauf, dass ihr die Welt zu einem besseren Ort machen könnt. In dieser Zeit des Aufstiegs ist die Vereinigung eurer Absichten und eurer kollektiven Liebe von unschätzbarem Wert. Die Luminär-Lichtenergie verbindet sich mit euren Seelen, um euch zu inspirieren, das Beste in euch zum Ausdruck zu bringen. Ihr seid aufgerufen, euer Licht zu erstrahlen und andere zu ermutigen, es euch gleich zu tun. Jeder Akt der Güte, der Liebe und des Mitgefühls wird zu einem Schneeballeffekt führen, der die Welt in ein helles und strahlendes Paradies verwandelt. Ihr besitzt die Fähigkeit, alte Wunden zu heilen, Trennungen zu überwinden und eine neue Ära des Friedens und der Harmonie einzuleiten. In der Schwingung von der Luminea-Energie seid ihr fähig, neue Heilweisen und Technologien zu entdecken, die für eine bessere Zukunft sorgen werden. Vertraut auf eure kreativen Potenziale und öffnet eure Herzen für die Weisheit, die aus eurem Inneren strömt. Wir, die Luminea-Engel, stehen euch bedingungslos zur Seite, um euch auf eurem Weg zu führen. Wir sind Zeugen eurer Sehnsucht nach Veränderung und des glühenden Feuers in eurem Herzen. Mit unserem Verständnis und Mitgefühl verbinden wir uns mit euch, um eure Träume zu unterstützen und eure Hoffnungen zu stärken. Gemeinsam können wir eine Welle des Lichtes entfachen, die sich über alle Grenzen erhebt und die Schöpfung in ein harmonisches Universum des Friedens und der Liebe verwandelt. So lasst uns Hand in Hand gehen und diese kostbare Chance ergreifen, die uns gegeben wurde. Jeder von euch ist ein einzigartiger Funke des Lichtes, der das Potenzial hat, die Welt zu erleuchten. Ihr seid die Schöpfer eures eigenen Schicksals und in eurer Vereinigung liegt die Kraft, eine goldene Zukunft für euch und alle Wesen zu erschaffen. Mit unseren Flügeln der Hoffnung und unserer Liebe umarmen wir euch in dieser segensreichen Zeit. Empfangt unsere Botschaft der Ermutigung, Verständnis und Liebe. Ihr seid die Stützen, die die Welt braucht, und gemeinsam können wir Wunder vollbringen. So seid gewiss, dass wir an eurer Seite stehen und in dieser lichtvollen Energie möchten wir uns jetzt von euch verabschieden und so senden wir den Segen des Lichtes von Luminea voller Liebe zu jedem Einzelnen von euch.
Ich danke für diese wundervolle Botschaft und ich danke, dass du heute dabei warst. So lasst uns freuen auf das, was kommt und gemeinsam wirken. Ihr dürft gerne noch ein wenig die Musik anhören. Sie trägt euch voller Liebe in die Energie der Luminea-Engel. Eure Smarana.